Oh Steffi, das wäre jetzt ein Plätzle für dein erstes Messer-Review, hm? Oh ja. Okay. Okay, ich gehe schon mal vor. Ja. Anna, kann es ja losgehen, hm? Ja. Hallo Freunde, wir haben jetzt eine kleine Premiere. Steffi hat sich freiwillig zur Verfügung gestellt, einmal ein Bark River Review zu machen. Ein anderes kleines Bark River Messerchen. Das Little Creek kennt ihr ja schon, das mit dem orangenen Griff. Das fand der Steffi mal so süß, gell Steffi? Das ist immer noch süß. Oh, schneide nicht, Steffi. Jo. Zeig es nochmal her, Steffi. Ja. Weißt du, bist jetzt hier mit der Kamera so entgegen, den muss man so herhalten. Alles klar. So. So, und was willst du uns heute vorstellen, Steffi? Heute stelle ich das Bark River Adventurer vor. Ja, hier steht Steffi, dein Spickzettelchen. Mein Spickzettelchen und hier ist das Messerchen. Du musst ein bisschen herheben, Steffi, so. Nicht so nah. Bis, so. So, ne, ein bisschen zurück, du musst hierher. Dann gehe ich mal hierher. So, okay. Jetzt stell's mal vor, Vergleich das Little Creek. Also ich stelle euch das Bark River Adventurer heute vor. Das ist jetzt das hier. Das ist jetzt das hier. Ja, also dann nehmen wir das mal weg. Das nehmen wir mal weg. Also, wir haben hier einen CPM, 20 CV Stahl. Halt doch geschwind mal so ein bisschen in die Kamera, so dass man es ein bisschen so sieht. Guck, so zum Beispiel, so wie ich es immer hinter der Kamera mache, so ein bisschen. Ja. So, ich gehe jetzt ein bisschen mit dem Zoom ran. So. Sieht es auch jeder? Ja, man sieht es jetzt sehr gut. Jetzt kannst du ein bisschen was dazu erzählen, Steffi. Also, CPM 20 CV Stahl. Das ist jetzt der Stahl. Das ist ein pulvermetallurgischer Stahl, wo besonders, wie soll man sagen, tough and wear resistant sein soll. Das heißt quasi, man muss ihn nicht so oft nachschleifen. Genau. So. Dann haben wir hier eine Gesamtlänge von ca. 17 cm. Da geht hier mein Zeigefinger links und rechts. Ja. Dann haben wir die Klingenlänge hier. Also Gesamtlänge mit Ricasso und dem Fingerjoil. Yes. Ja, wie viel Zentimeter steht? 17 Zentimeter. Das war die Gesamtlänge, die Klingenlänge wollte man sagen. Die Klingenlänge hier 8,3 cm. Und dann gibt es noch die Schneide. Die hat 7 cm. Ja. Das Gewicht haben wir mit 84 Gramm. Ja, normalerweise sieht man das Messer ja hier so, da hier vorne kommt der Zeigefinger her. Ja. Und hier oben so. Und jetzt zeig es mal geschwind, so ein bisschen. So. Ja, dann zeige ich es mal so geschwind rum. Ja, muss immer gucken, dass da nicht aus dem Fokus kommt. Ja. Das ist jetzt zum ersten Mal aufgelegt. Das ist der First Production Run. Kleines bisschen so, Steffi, dass das. Ja, jetzt. Lege ich es mal wieder hin. Ja. Genau. So, was gibt's noch zu erzählen, Steffi? Wir haben hier eine Lederscheide. Nee, du warst noch bei die Klingenbreite. Da steht aber auf meinem Spickzettel nichts drauf, da muss ich jetzt passen. Also ich meine, die Klingenbreite sind 3,2 mm oder 3,3 mm. Okay. Und das da oben, wie nennt man denn das da, Steffi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kerben. Nee, das nennt man quasi Chimpings. Da kannst du als Daumenauflage. Okay. Nimm's nur mal in die Hand und. Ja. So. Hier liegt schön in der Hand. Ja, noch irgendwelche, wie soll ich sagen, irgendwelche Comments zum Handgriff, außer dass er süß ist. Er ist auch süß. Und da hat es auch noch so rote Streifen drin. Ja, das nennt man Liners. Das sind die Liners, also sind rote quasi so, Liner. So Fibre-Unterlagen genau nennt sich das. Und das Material, weißt du noch, das was das Material ist? Das Material ist, wie war das jetzt nochmal, wie heißt das Material? Das nennt sich Mirkata. Mirkata und die Farbe ist? Ja, das ist jetzt halt so Antique Ivory, also es ist so Elfenbein nachgemacht, genau. Ist aber Mirkata. Und da hinten ist ein Loch, da kann man dann noch so einen Anhänger ran machen. Der Fachmann nennt es Lanyard Hole. Lanyard Hole, genau. Ja. Wie findest du die Verarbeitung, Steffi? Die ist wunderschön, einwandfrei. Irgendwelche Schleifkerben? Nix. Alles wunderbar, ja. Sehr sauber verarbeitet. So, ja. Und
Zum Lederetui, wolltest du auch noch was sagen? Ich wollte noch zum Lederetui sagen, dass es also aus Leder ist, das Lederetui. Ja, ja, ja. Und? Es hat hier keine Gürtelschlaufe. Keine Gürtelschlaufe, denn man kann es als Neckknife, hier kann man praktisch... Zeig's mal so, du musst es auch sehen. So. Hier kann man Schnur durchmachen, auch, wie heißt die Schnur? Paracord. Paracord genannt, und dann kann man sich's um den Hals hängen. Ja. Und da ist ein Magnet drin, ja, das das mal. Schön drin hält. Guck, so. Hier ist quasi ein Magnet in dem Messer, hier sieht man es so schön. Und das finde ich sehr schön. Und hier, so sieht es so aus. Genau. Und dann habe ich dann immer noch das Little Creek hier zum Größenvergleich. Und dann tue ich das wieder weg. Und hier herlege das Little Creek. Zeig es mal im Größenvergleich. Leg's ich zeige euch mal den Größenvergleich. Das ist gerade aus dem Bild. So. Hier. Also, das Adventurer ist schon ein bisschen größer, aber nimm's auch süß. Nimm es mal in die Hand. Sei mal so gut, das Adventurer. Also quasi bei dir wäre es jetzt quasi... Nimm es mal in die Hand hier. Der Zeigefinger. Bei dir wäre es quasi ein Vierfingermesser. Bisschen, man muss auch sehen, ein bisschen hier so, ein bisschen in die Frontale gehen, danke dir. Das ist das kleine Little Creek. Ja. Im Vergleich. Ja. Okay. Schön. Noch Fragen? Ja, vom Gewicht her, das da ist ja ein bisschen leichter, gell? Also das Gewicht habe ich ja schon gesagt, 84 Gramm. Ja, ist immer unterschiedlich, was für Griffbeschalung das wäre. Ja. Okay. Okay, heute haben wir mal ein Outdoor-Review, gell, Steffi? Ja, das ist wunderschön. Ja, ja. Genau. Okay. Und auf meinem Spickzettel... Ja, guck mal, das ist sogar noch magnetisch, ist noch klar, ist noch aufgeladen. Was steht noch auf deinem Zettel, Steffi? Da steht noch 60 bis 61. Rockwell, das ist quasi die Härte des Stahls. Okay, alles klar. Und das da hier war schon aus dem Bild. Ja. So, jetzt sagen wir, stöpseln wir es wieder ineinander, Steffi. Jawohl. Dann... Halt kommt, andersrum. Kommt das hier rein. Ja. Und dann packen wir das ein. Ist klar. Gut für den Rucksack, zeig's nochmal. Hier ist es drin. So, und das andere jetzt auch geschwind. So. Das tut man hier rein. So, und das kommt auch in den Rucksack rein. So. Und hier? Hier ist mein Spickzettel. Jetzt lese nochmal geschwind runter, Steffi. Das ich habe also euch das Mark River Adventurer vorgestellt. CPM 20CV 60 bis 61 Stahl, Gesamtlänge ca. 70. 60 bis 61 Stahl ist das nicht. Die 60 bis 61 ist die Härte, die wird mit Rockwell gemessen. Okay. Also quasi die Stahlhärte. Genau. Ich habe nur so Notizen gemacht. Maika? Gesamtlänge ca. 17 cm, Klingenlänge 8,3 cm, Schneide ca. 7 cm, Gewicht 84 Gramm. Ja, und die Klingenstärke war, glaube ich, zwischen 3,4 und 3,3 mm. Das habe ich, glaube ich, vergessen zum Beschreiben. Das steht hier nicht, genau. Also ein recht kompaktes, schönes Messerchen. Ja. Bin mal gespannt, wie lange das hält. Oh, Ding müssen wir noch sagen, balliger Schliff, Steffi. Balliger Schliff, genau. Weißt du, was balliger Schliff ist, Ja, Steffi? Das ist dann so ballig. Konvex. Ja, so. Ja, genau. Genau. Okay. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kannst du auch noch mal schön zeigen, wenn du möchtest, Steffi. Ich zeige es euch noch sehr mal. Schön, sehr schön im Rucksack zu halten, das ist nicht groß. Ja. Das sind jetzt diese Rucksack-Ding drin. Du kannst es auch sehr gut in die Seitentasche reintun. Kann man auch. Du wolltest es noch schön zeigen, Steffi? Hier. Ich zeig's euch nochmal. Wenn du es hier zeigst, hier, da mal. Du musst bloß gucken, dass ich dich im Bild habe. Du bist zu weit weg. Du musst zurück, Steffi. So. Und jetzt sieht man eigentlich bloß deine Hand und die Klinge. Zeig mal das Messer ganz, Steffi, indem das du zwischen beide Zeigefinger nimmst. Du musst auch deinem Publikum was zeigen, Steffi. So, schneide ich nicht, Steffi. Ich gehe jetzt nochmal schön totale ran, Steffi. Gut. Brauchst jetzt nichts dazu sagen. Ich hoffe, das bleibt scharf. So. Wenn es nochmal drehen könntest, quasi um die eigene Achse. Jawohl. Ich gehe wieder raus. Sonst wird mir das unscharf. So, und das war jetzt das erste Statement oder erste Ding von der Steffi. Oh, Steffi, was noch schön zeigen könntest, ob die Schärfe könntest du noch schön zeigen. Kannst du das ein bisschen schneiden da? Ja, bin ich mal gespannt. Blamier mich nicht. Okay. Oh, wow. Oh,
okay, genügt. So, Steffi, so. Bleibst noch ein bisschen im Bild. So, das war jetzt, wie gesagt, das erste Review von der Steffi. Ja. War es so schlimm, Steffi? Nein, okay. Es war nicht schlimm. Du wurdest ja geführt, gell, Steffi? Ja. Also, okay. Das war jetzt quasi das Bark River. Wie heißt es nochmal? Adventurer. Ja, und Gesamteindruck so von der, weiblichen Intuition her. Süß. Süß, es ist wunderschön. Alles klar. Ich danke dir, Steffi. Ich danke euch fürs Zuschauen. Dankeschön.